Petra schrieb mir ein chronisch ehrliches E-Mail nach einem unserer Interviews. Beim Interview ging es darum, dass chronisch Kranke oft von ihrem Partner verlassen werden. Petra erzählt ihre Geschichte von der anderen Seite her. Sie hat ihren chronisch kranken Partner verlassen. Ich bin so dankbar um diese Selbstheilungs-Community, die aus wahren Helden und Heldinnen besteht, nämlich aus Menschen, die sich tief reflektieren und heilen. Ich war vor vielen Jahren mit meinem, nicht ersten, aber zweiten Mann so richtig zusammen. Und der ist dann an MS erkrankt. Und wir waren mitten im Studium und wir waren eigentlich immer das wahnsinnige Chaka-Team. Yeah, wir waren überall beliebt. Wir waren eigentlich so voll im Leben. Und dann kam diese Diagnose. Und Diagnosen sind ja eh immer schon brutal eigentlich. und ja, wir haben dann irgendwie auch gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass, also ich muss vielleicht noch mal kurz sagen, dieses Chakra, das weiß ich jetzt, dieses Yeah, yeah, Wahnsinn, wir zwei, das war auch so wie so eine Art Schutzmechanismus eigentlich, den wir zufällig irgendwie beide hatten, oder vielleicht haben wir uns deshalb auch, das hat eine Wahnsinnsmischung mit uns, bei uns ergeben, dass wir immer so gut und cool durch die Welt gelaufen sind. Und dann kam diese Krankheit und ich habe dann gemerkt, ich rutsche in den nächsten Schutzmechanismus von mir, nämlich ich hatte eigentlich innerlich brutal die Panik und die Angst, dass mir dieser Mann wegstirbt, weil damals gab es nur so alte Bücher, wo man danach gelesen hat, MS, da stand, ja, irgendwann führt es zum Tode oder keine Ahnung, man hat nicht so viele Informationen gekriegt und ich habe trotzdem dann immer versucht, ihm gegenüber immer so stark zu sein, stark zu spielen, ja, komm, wir schaffen das und so weiter. Und ich bin quasi vom einen Schutzmechanismus, der immer so, ja, der mich aber auch viel Kraft gekostet hat, in den nächsten Schutzmechanismus gekippt, Angst, Panik, und nach außen hin aber immer schön spielen, ja. Und bei ihm war es natürlich so, er hat sich dann natürlich um seine Krankheit kümmern müssen. Ich bin da nicht mehr so wirklich so vorgekommen in seinem Leben, so eine Zeit lang. Und es war einfach alles ein schlimmer Wahnsinn. Ja, ja, auf alle Fälle habe ich mich dann irgendwann getrennt und bin Gott sei Dank noch mit ihm befreundet gewesen, geblieben, das ist sehr schön, und bin dann in die nächste Beziehung geschlittert, weil sich neu verlieben ist natürlich wieder ein super Betäubungsmittel. Ich hatte solche Schuldgefühle, ich habe gedacht, auch so gesellschaftlich gesehen, ist es eigentlich so übel und so bösartig, jemanden zu verlassen, jemanden so hängen zu lassen, jemanden so im Stich zu lassen, obwohl das eigentlich so ein guter Kerl war irgendwie. Aber ich habe das einfach nicht mehr gepackt. Ich hatte keine Kraft mehr und war ja irgendwie auch noch da. Ich hatte ja irgendwie auch ein Leben. Ja, auf alle Fälle bin ich dann in die nächste Beziehung geschlittert und Betäubung, verliebt sein als Betäubungsmittel. Ja. Und habe das alles ganz weit weggeschoben, die andere Beziehung. Der neue Mann hat auch gar nicht so diese Abwehr, diese Schutzmechanismen von mir eingefordert. Das war ein relativ ruhiger Mensch, der brauchte kein Chakra, also musste ich das nicht anwenden. Ich sage das irgendwie bewusst so gefühlslos, weil es war es irgendwie auch. Es waren Schutzmechanismen, ja. Und das habe ich nicht mehr so gebraucht. Was ich dann gebraucht habe, wieder den nächsten Schutzmechanismus, nämlich ein bisschen Anpassung. Weil der mit diesem Gefühlswahnsinn in meinem Kopf und den Schuldgefühlen und diesem Nachdenken habe ich dann angefangen,
mich anzupassen, weil ich ja irgendwie auch ganz demütig und froh war, endlich ein Leben zu haben, das irgendwie wieder einigermaßen funktioniert. Und da war ich dann aber irgendwie auch wieder fast wie zu demütig und zu Anpassungsfähig, oder? genau oder zu zufriedengestellt mit Dingen, die aber überhaupt wieder nicht nährend sind. Und so, also was ich eigentlich mit dieser ganzen Sache sagen will, ist, wir Menschen rutschen so oft, oder ich, von Schutzmechanismus in Schutzmechanismus. Und die greifen so, gell? Und und ich war da eigentlich dann jahrelang nicht ich selber. Und habe natürlich Menschen auch dann um ihre Zeit mit mir betrogen, weil die waren mit einer Person zusammen, die ich nicht bin. Und ich habe mich betrogen und das hat mich dann wieder wie so ein bisschen mir das Gefühl gegeben, ich bin daran schuld, ich muss mich bestrafen. Ja, ich lache da so, aber so ist es ein bisschen. Ja, und dann habe ich immer versucht, das im Geiste zu lösen und habe da nachgedacht und nachgedacht und Bücher gelesen und habe einen Job gemacht, der ist schon gut, der ist schön, aber er war halt irgendwie so, dass ich die anderen Sachen einfach gut draufpacken konnte, diese Gedankensucht, dieses Nachdenken. Ich brauchte quasi so einen Job, wo ich nicht viel geistig gefördert bin, dass ich ja endlich auf die Lösung komme. Wie komme ich aus dem Ganzen, aus der ganzen Schuldthematik raus? Und eigentlich war ich zerfressen, fast so ein bisschen wie ja, in meinem Kopf, bis ich dann irgendwann körperlich auch gemerkt habe, es tut mir so weh alles. Es war so ein emotionaler Schmerz, es war so, ja, eine Lebensmüdigkeit, so. Ja, und dann ging es plötzlich los in meinem Kopf, so bin ich nicht, so bin ich nicht, wer bin ich? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Aber nur schon diese Erkenntnis, also ich sag doch immer, diese sechs Dinge im Ayurveda, die uns krank machen, und eine davon ist das Leben gegen dein Grundnaturell. Aber wann hast du gemerkt, wann bist du an diesen Punkt gekommen, wo deine Reflexion so tiefgehend war, wirklich zu erkennen, hey, so bin ich mit nicht, mache ich das aus einer Scham heraus, aus daraus etwas gut zu machen, oder ist es was in meiner Kindheit, was ich gelernt habe, ein Verhalten, was ich adaptiert habe? Wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, ah, ich bin ja gar nicht ich selbst? Ja, in so einer wahnsinnigen Angst- und Paniksituation, glaube ich. Also, ich glaube, ich hatte den Körper so ganz lange so ein bisschen wie abgespalten. Ich war im Kopf und habe versucht, es zu lösen. Und Seele habe ich immer, glaube ich, so ein bisschen gefühlt, weil ich ja auch die Männer dann trotzdem irgendwie wie geliebt habe. Das schon, das glaube ich schon auch. Der, dem ich mich so angepasst habe, trotzdem, das sind auch feine Kerls irgendwie gewesen, die können da nicht so viel dazu. Aber der Körper war wie abgeschnitten und als der dann wieder angefangen hat, auszuzucken, ja, Angst, Panikattacken, hab ich schon gemerkt. Und vor allem genau, als ich mich mal wieder wahnsinnig angepasst hatte und danach auch wieder noch zurückgelaufen bin, um mich zu entschuldigen, also es war schon irgendwie unterirdisch, da habe ich gemerkt, wie alles pocht und Panik und wie ich fast wahnsinnig werde, gell? Und dann habe ich irgendwann dachte ich, ich mag das nicht mehr. Ich bin den ganzen Scheiß nicht mehr. Es kotzt mich so an. Hoffentlich hat sich angekotzt, weil
Solange es dir keinen Strich durch die Rechnung macht, machst du ja einfach weiter. Und entweder ist es die Psyche, die sagt, so geht es nicht mehr weiter, man wird depressiv oder lethargisch. Oder eben diese Panikattacken haben viele Menschen. Oder eben man entwickelt tatsächlich eine Krankheit daraus. Eine körperliche Krankheit, nicht nur mental oder emotional. Da bin ich auch meinem Körper ganz dankbar, dass das bis jetzt alles gut ist, gell? Und ja, aber wobei die psychischen Schmerzen sind auch nicht schön. Nee, also die Erkrankung ist ja auch. Also, weiß jetzt auch nicht, um was man glücklicher sein soll. Beides drängt einem zu dem Weg hinzuschauen, oder? Ja, genau. Ja, und dann war ich noch beim Psychologen. Und irgendwie war das eben leider so auch so ein bisschen viel reden. Das mache ich ja eh, also im Kopf. Und die hat dann aber einen Satz gesagt, warum machen Sie das eigentlich? Warum passen Sie sich eigentlich an? Ja? Ja, und dann kam alles so ein bisschen wieder hoch, weil ich einfach Angst habe, weil ich Angst habe vor, ja, das kommt schon auch ein bisschen aus der Kindheit, vor Bestrafung. Also wir sind nie geschlagen worden oder sowas, aber Strafandrohungen gab es schon. Und das sitzt so tief irgendwie, dieses. Wenn du nicht das und das und das machst oder so und so und so bist, dann bin ich nicht nur enttäuscht. Das könnte man ja, das ist ja auch immer so ein bisschen die landläufige Meinung. Meine Güte, man muss ja mal jemanden enttäuschen. Man enttäuscht halt mal jemanden. Das ist doch nicht so schlimm. Ja. Sondern dahinter lag oft immer noch eine Bestrafung. Und da kam die Angst vor der Angst. Ja. So eine emotionale Bestrafung meinst du? Ja, genau. Ja. So, ja, genau. Und dann hast du gemerkt, eigentlich habe ich Angst vor der Angst. Und zusätzlichen Gedankenkarussell, was das noch die ganze Zeit befeuert. Genau. Wie muss Weil, ich mich jetzt verhalten? Was ja. kann ich jetzt tun? Wie enttäusche ich niemanden? Wie verlasse ich niemanden? Wie habe ich. Ach, so ein bisschen fast wie ein Platz überhaupt auf dieser Erde. Eine Daseinsberechtigung. Also auch dieses Selbstwertloch, was immer so beschrieben wird, manchmal muss ich es so ganz krass für mich aussprechen, weil es ist wirklich wie so eine Art brutalstes Loch, ein schmerzendes, eine wahnsinnige Wunde ganz und die habe ich halt immer mit diesen Schutzmechanismen versucht zuzudeckeln, wie mit einer Stahlplatte. Und dann kamen mal wieder Menschen, die versucht haben, mit dem Kompressor so ein bisschen dran zu gehen. Und ja, mittlerweile weiß ich, dass es deshalb auch Beziehungen, ja, es ist einfach wahnsinnig wichtig, die Metallplatte wegzunehmen, für sich selber zu sehen, was ist da, wie sieht es aus, traurig zu sein, dass es so war, akzeptieren, es war so, die Wunde ein bisschen heilen lassen und dann immer mehr finden, wer bin ich, wer bin ich, und dann zu einer Person treten und der zeigen zu können, guck, das bin ich. Dann enttäusche ich diese Person auch nicht und ich mich nicht und Bestrafung eh nicht. Die Leute, die müssen eher weg. Ja. Aber ja, und das meinte ich, wenn man Menschen verlässt, die krank sind, man muss auch immer so natürlich trotzdem den eigenen Weg, ist ja klar, aber halt auch ich habe daraus gelernt, dass ich nicht mehr in meinen Schutzmechanismen leben will, funktionieren will, das bin nicht ich. Ja. Deshalb hätte das damals auch nicht so viel mehr gebracht, wahrscheinlich. Genau. Ja, und wie hast du diesen Mut für dich gefasst, zu sagen, okay, ich merke, ich habe da Schutzmechanismen
Und man hat die ja nicht umsonst. Also man hat die ja irgendwann errichtet, weil einem dieser Schmerz sonst umgebracht hätte, weil man in seiner Reife tatsächlich nicht die Resilienz hatte. Und dann diesen Schutzmechanismus loszulassen und das wirklich nochmal zu spüren, ich meine, das ist auch nicht ohne. Ja, dafür hatte ich lange, also ich bin, glaube ich, so ein bisschen so, ich hatte dafür lange wie so eine Art Betäubungsmittel. Das ist leider das, woher ich komme. Ich hatte die Schutzmechanismen gehabt und die Betäubungsmittel. Betäubung ist Wegdenken, Wegträumen auch. Alles Illusion. Illusion, Oh, genau, alles gar ja. nicht so Oh, schlimm. ich war die beste Illusion. Hey, Oh, alles ja. rosa, gar nicht so schlimm. Die Leute um mich Ja. rum, ich und ich so, hey, Hey. Oh, ja. schrecklich, eigentlich schrecklich. Ja. Naja, auf alle Fälle, das habe ich als erstes erkennen können. Und da habe ich dann langsam das abgebaut, und zwar die Illusion abgebaut, indem ich wirklich hinschaue, wirklich hinschaue. Und die Sachen, die zu sehr schmerzen, die bei kleinen Sachen hinschauen, bei kleinen Sachen. Die schönen Sachen sehen und die hässlichen Sachen sehen. Beides. Sehen, sehen, sehen. Und irgendwann kann man immer größer und mehr Realität sehen. Aber die ist manchmal ganz schön grässlich. Ich weiß schon, warum ich immer oft in Rosa war, gell? Immer mehr Realität. Es ist eine Rettungs-, also es ist ja eine Strategie, dich vor diesem Herzenstod zu bewahren. Aber irgendwann kommt ja diese Reife, wo man sagt, aber das macht mich jetzt krank. Also diese Rettungsstrategie führt mich in Krankheit hinein. Und da dann das wieder aufzulösen, zu sagen, ich bin jetzt erwachsen, ich habe die Resilienz, ich darf jetzt hinschauen, ich kann jetzt fühlen. Ja. Also ich glaube, ich habe es noch mal so ein bisschen über Betäubung gemacht. Betäubung und ab und zu rausgucken. Betäubung und ab und zu rausgucken. Glaube ich jetzt. Weil ich, ein Schutzmechanismus, weiß ich habe so gut wie alles mal als Schutzmechanismus missbraucht oder instrumentalisiert. Also ich male gerne, ich zeichne, aber ich male halt auch wie eine Irre. Ich bin Architektin von Beruf, aber ich war halt auch immer kreativ, weil ich immer in meinen Illusionen, was denkst du, was du da Kreativität, was du dir da ausdenken kannst, gell, wenn das ein Schutzmechanismus von dir ist, wie geil. Ja, also ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen wild, wie ich erzähle oder würde, aber ich bin immer noch so ein bisschen am Strukturieren und das vielleicht auch wieder an alle. Manchmal, wir befinden uns halt alle so ein bisschen wie in einem Korridor oder auf einem Weg, gell? Genau. Und was ich auch noch gemacht habe, ist so Körper, Geist und Seele mal eiskalt eine Weile wie voneinander getrennt. Also weißt du, so, wo tut das weh? Wo im Körper? An welcher Stelle? An welcher Stelle? Wie ist der Schmerz? Brennt der? Oder ist das so eher drückend oder blubbernd? Ja, das war auf meiner Heilreise so ein wichtiger Schritt. Finde ich mega, dass du das erwähnst. Das ist nämlich so eine wertvolle Reflexion, wirklich die verschiedenen Ebenen, die wir sind als Mensch, anzuschauen. Und das, was du gerade sagst, mit dem, wie fühlt sich das an? Das war ja der Anfang meines Heilungsweges. Ich habe autogenes Training gemacht. Ich habe mich bei YouTube, ich habe mich davon führen lassen. In meinen Kursen gibt es auch diese Meditation, einfach um zu lernen, das wahrzunehmen. Weil, warum haben wir es nicht wahrnehmen können? Weil wir die Reife nicht dazu hatten. Aber jetzt können wir das. Wir haben die Stärke und es gibt so gute Übungen. Und wie die Fragen, die du gerade gestellt hast, blubbert es? Wie fühlt es sich an? Oder ist es hart? Ist es kalt? Ist es weich? Wo fühle ich es in meinem Körper? Naja. Und
dann Geist schon auch ein bisschen, weil natürlich diese Gedanken, wie du ja auch immer sagst, die Gedanken, Glaubenssätze machen uns Gefühle, ja. Und manchmal lasse ich die einen halben Tag alle vorbeizischen. Ich lasse alles vorbeizischen. Ja, denk du nur, denke ich dann manchmal zwischendurch. Nur wenn dann mal was richtig reinkracht, wieder irgendwo ein Trigger, dann denke ich wieder drüber nach. Genau. Ja. Und wo ich auch noch ein bisschen immer dran bin, manchmal habe ich halt auch so das Gefühl, wir haben so komische Wächter in uns, so wie so, die an so Pforten stehen, wo es entweder mega weh täte oder ja, oder der Verstand sagt so, kann ja gar nicht sein, dieses Überhebliche, ja. Ist das das Ego oder was ist das? Ich weiß es nicht. Und da würde ich mich halt auch einfach freuen, wenn wir wieder eher mehr zusammenarbeiten würden, alle. Und nicht uns auch noch die Wächter gegenseitig bedienen. Oh ja, so eine wichtige Aussage, Petra. Ja, weil das habe ich halt auch bei ganz vielen Freunden leider mittlerweile, gell? Dass die mir das immer noch irgendwie so ein bisschen spielen, wie, ja, jetzt arbeite halt mal wieder was, oder jetzt mach halt mal wieder dies, oder mach halt mal wieder jenes. Ist ja schön, die sorgen sich, aber das bedient halt nicht dieses Interesse, hey, komm, lass uns gucken, woher, das Interesse auch für die eigene Psyche, das Interesse für den, so dass wir vielleicht alle nicht erst krank werden müssen, oder früher ein bisschen drauf kommen, aus Interesse. Das finde ich schon irgendwie auch total schade. Ja, das ist halt irgendwie unser Begrenztsein, gell? Also wir Menschen versuchen immer alles einzuordnen und wir müssen das ja machen. Wir müssen eigentlich in Schubladen denken, weil die Welt so komplex ist, wir so viele Informationen haben. Aber dann plötzlich stecken wir in der Gefahr, dass wir eine Wahrheit, die wir für uns in der Schublade mal verstaut haben, auf den anderen übertragen und sagen, ja, also das ist meine Wahrheit, dann ist es auch deine Wahrheit. Anstatt immer wieder zu reflektieren, ah, das habe ich so abgeordnet. Aber wie ist es denn für die Person? Das ist vielleicht jetzt gar nicht das Richtige im Moment. Wo kann ich helfen? Und ich glaube, das Hilfreichste ist, eben gerade wir, die aus dem Leben gerissen wurden, wir können sagen, das Allerschönste war doch, wenn Menschen einfach nur nachgefragt haben und Raum geschaffen haben für das, was ist. Und dass das, was ist, einfach mal sein durfte. Und dann in dem Sein, in diesem Raum, weil wieso ist man krank geworden? Weil man nie Raum hatte, oder? Man hat die EBV-Reaktivierung unterdrückt, man hat was auch immer unterdrückt, eine Depression, ein Burnout, man hat es so lange unterdrückt und gedeckelt, bis es halt explodiert ist. Und dann ist die Explosion da, ja, und dann einfach Raum geben. Und nicht sagen, wenn du das machst, dann, oder das könntest du noch machen, das könntest du machen. Nein, sonst, wonach fühlst du dich? Was täte dir jetzt gut? Ja. Ja, wobei dieses, wonach fühlst du dich, das stimmt schon. Ja, ich stimme mir so zu, dass das so schön gewesen wäre, wenn wir uns das fragen würden als Menschen einfach, genau. Genau, als Mensch, ja. Ich bin aber trotzdem mittlerweile froh, dass ich da bin. Ich hätte früher was anderes geantwortet, wenn du mich gefragt hättest, Oh wie ja. fühlst du dich? Oder ich hätte natürlich eine Antwort parat gehabt, die in meinem geistigen Feld total die richtige gewesen wäre, Ja. gell? Und Guter. mittlerweile, ja, ist auch die Intuition, das habe ich, glaube ich, mal von der Vivian, wie heißt sie, Vivian Ich war. irgendwie, genau gehört. Auch die Intuition ist ja, kann ja auch arg verschüttet sein. Und wenn man dich dann in einem anderen Bereich nach deiner, also fragt, dann macht es dir auch nur die falschen Kettenreaktionen klar. Und deshalb bin ich eigentlich schon auch froh, vielleicht bin ich sogar froh, dass mich diese Freunde
manchmal auch wieder enttäuscht haben, weil die mir auch wieder irgendwie so gezeigt haben, was stimmt an diesem Satz nicht für mich? Schaff halt mal wieder. Was stimmt an diesem Satz nicht für mich? Oder ich habe auch noch diesen einen Satz, im Hier und im Jetzt, genau. Den finde ich auch so schwierig, weil im Hier und im Jetzt sein, ja klar, aber ich hätte halt auch gerne mal wieder eine Zukunft. Sehr gut, und es ist Oder, deine Zukunft, es ist deine Frage. Nicht die Frage, die von außen kommt, sondern die, die sich in dir selbst formiert. stimmt. Ja. Ja. Ja, das sind so gute Gedanken. Das, was du gesagt hast, das stimmt. Wenn am Anfang meiner Krankheitsgeschichte oder meines Crashes, wenn mich jemand gefragt hätte oder gesagt hätte, du hast Raum, was brauchst du? Ich hätte einfach gesagt, ich will einfach keine Schmerzen mehr und ich will eine Therapie haben, wie das und das funktioniert. Aber wenn mir das auf dem Silbertablett präsentiert worden wäre, wäre ich ja nie da, wo ich jetzt bin, weil ich erst verstehen durfte, was heißt wirklich Selbstfürsorge, was heißt, wenn nur noch ich da bin und ich die Verantwortung habe, mich zu heilen und für mich zu sorgen, nachzufühlen, all das, was ich abgespalten habe, wirklich nochmal anzuschauen. Und ich entscheide mich für Therapieformen. Und nicht jemand sagt mir von außen, jetzt musst du das machen, dann das, dann das, dann das. Ja. Die Betäubungsmittel, nach denen wir greifen. Es sind halt auch manchmal, es sind auch Menschen Betäubungsmittel. Und das möchte ich nicht mehr. Ich glaube, der Teil in mir ist schon auch sehr echt, der das sagt, ich möchte das wirklich auch nicht mehr, weil ich möchte nicht mehr andere Menschen verwenden. Ich möchte die echt. Und ich möchte auch echt sein. Und deshalb war das damals schon auch wichtig, dass ich da diesen, also dass ich da damals diesen Mann verlassen habe, das hat in mir erstmal nochmal den Berg wie angehäuft. Aber irgendwann war er halt auch zu groß. Aber da am Anfang war ich auch nicht die, weißt du? Ich war nicht die, die ich finden will. Und dann bin ich da irgendwie runtergekracht am Ende des Berges. Genau. Ja, wie ist es eigentlich, mir kommt immer das Wort Vergebung noch hoch. Was hat das für dich in deinem Leben? Du hast vorhin gesagt, wenn Wörter kommen, dann arbeitet das mit dir. Was macht das mit dir, wenn du das Wort Vergebung hörst? Ja, also ich hoffe manchmal innerlich oder dass er mir das vergibt, genau. Das hoffe ich. Und ich glaube, ich habe ihn das auch schon mal gefragt oder dadurch, dass wir noch Kontakt haben. Stimmt schon, ob ich mir das selber, habe ich mir das selber eigentlich verziehen? Das ist eine gute Frage, weil ich argumentiere es mir halt bisher zurecht. Ich habe mir das jahrelang vor sämtlichen Freunden, überall auf jedem Ding habe ich mir das zurecht argumentiert, warum das so sein musste, weil war. Aber vielleicht habe ich das noch nicht gemacht. Das kann sein, das könnte sein. Ja, das stimmt eigentlich. Ja. Ja, und das ist ja der allerhärteste Part. Ich finde, das ist das Allerschwierigste. Also bei mir, und wenn das hochkommt, dann werde ich auch so traurig und es kommt auch eine Scham. Und Scham ist ja da nach Vivian Dittmar. Sie ist ja wirklich meine absolute Lieblingslehrerin, was Emotionen und Gefühle betrifft. Und Scham kann ja in zwei Richtungen gehen. Es kann in die Selbstzerfleischung gehen. Wir machen uns für etwas fertig. Wir sind böse zu uns. Wir sagen uns die schrecklichsten Sachen. Oder in die Selbstreflexion. Und Scham hat beide Kraft. Und wir brauchen die Selbstreflexion, um überhaupt in allen emotionalen Bereichen zu heilen. Und bei mir ist das so, bevor ich mich aus meinem toxischen Familiengefüge gelöst habe und ich bin in einem toxischen Gefüge aufgewachsen und meine Eltern auch. Also Opfer sind oder Täter sind selber Opfer gewesen. Also das hat sich so in meiner Familie weitergegeben. Und ich habe auch Dinge meinen Kindern weitergegeben, wo ich
heute immer wieder in die Vergebung gehen darf. Und ich durfte dann durch meine Heilsgeschichte eben auch mich lösen. Ich war ja in der Traumatherapie. Ich habe ganz klar mich von Sachen gelöst, interfamiliär. Und das hat sich für meine Kinder dann auch aufgelöst. Und das darf man ja auch sehen. Und manchmal, und das ist ein bisschen traurig, das sage ich immer wieder mit dem Jonas, so schade, dass wir jetzt erst heilen, wo die Kinder ja schon da waren. Was wäre, wenn wir vorher geheilt gewesen wären und so weiter. Aber das gehört halt zu der Geschichte dazu. Und auch hier dürfen wir in die Vergebung kommen. Wenn ich mir vergebe und in diese Reflexion gehen darf, dann spüren das ja meine Kinder. Dann sind es nicht irgendwelche Worte, ja, da war eure Mutter noch so und so oder in diesem Beziehungskonflikt und so weiter, sonst hier darf dann wirklich ganzheitliche Heilung geschehen. Und natürlich, das Allergeilste wäre, ich wäre von Anfang an perfekt gewesen, also ich werde eh nie perfekt sein, aber weißt du, was ich meine, diesen Gedanken, den wir Menschen dann spinnen, was wäre, wenn? Nein, es ist nicht so. Und dann habe ich noch ein wundervolles Bild, und zwar haben wir das Bedürfnis, immer in Richtung Licht zu gehen. Gell? Wir sagen, das Licht, da wollen wir hin, dann bin ich voller Liebe, dann bin ich voller Frieden, voller Dankbarkeit, da will ich hin. Gell? Und das Licht ist hier. Und je näher wir gegen das Licht laufen, desto länger wird unser Schatten. Und als mir das erste Mal bewusst wurde, dachte ich so, okay Priscilla, dann schau doch das Leben mal einfach neutral an. Du machst hier Fortschritte, du machst hier Erfahrungen und es geht nicht darum, so nah wie möglich an dieses Licht zu kommen, sonst dass du dich einfach mal erkennst und das Licht siehst. Es kann ja dein Orientierungspunkt sein, nicht du musst beim das Licht werden oder in dem Licht sein, sonst das ist deine Ausrichtung. Und hier scheint es ja schon mich an und ich darf darin meine Schatten erkennen und meine Stärken. Und ohne Schatten gäbe es keine Stärken und ohne Stärken kein Schatten. Deswegen auch hier in dieser Demut zu kommen, zu sagen, ja, wir sind Menschen, wir haben Dinge gemacht, die uns aber, die vielleicht verletzend waren, aber die uns auch weitergebracht haben. Und es ist okay. Es ist einfach okay und es darf so sein. Und ich vergebe mir für diese Unreife oder für die damalige Entscheidung. Und das war das Beste, was ich in dem Moment geben konnte. Das stimmt, ja. Also, es war eine super Frage mit der Vergebung. Vom Kopf her, der Geist weiß es wieder. Der weiß es schon ganz lange. Aber ich fühle jetzt, wo du es sagst, ich fühle es richtig, mein Körper und mein das Fühlgefüge, da habe ich das noch nicht. Ja, danke. Ja, danke. Ja, ja, weil in mir ist dann schon eher immer das Gefühl, hey, ich habe den so im Stich gelassen. Ich habe dem nochmal ein Adrenalin Cortisol, Cocktail verpasst, noch obendrauf, was ihn noch tiefer gerissen hat. Ja. Aber es war das Beste, was du damals tun konntest. Für deine Ressourcen, die du hattest, für das, wo du standest. Ja. Ich habe dann auch mal noch so eine schöne Trance gemacht, aber die war super, die ist halt nicht tief genug gegangen, wenn ich da weiter, aber egal. Da ging es um Vergebung und da kamen dann solche Engel an meinen Kopf und ich saß da wie unter einer Brücke und so Schwarzöl verschmiert unter dieser Brücke und mein Freund damals auch mit mir Öl verschmiert, saßen wir unter dieser Brücke ganz schwarz. Und dann kamen in dieser Trance schwarze Männer, ölverschmierte, her und haben ihn so weggerissen von mir. Und ich habe versucht, ihn so zu greifen. Es hat immer so geklipscht und ich konnte ihn nicht greifen. Er ist mir so entflutscht. Und dann war es das nächste Bild. Er auf einer Wolke, ganz weiß, also ganz schön geduscht und hat so eine Wolke geraucht. Also so, damals hat mir das
das Bild so eingegeben, hey, ich konnte ihn nicht, auch nicht retten. Ich konnte ihn, wir wären beide abgesoffen. Ja, es war nicht deine Aufgabe da. Genau, ja. Was auch immer so schön ist mittlerweile, was ich auch mittlerweile fühle, ist, wenn man mal so Zeugen hat für eine Geschichte. Dadurch ist es ein bisschen wie auch die anderen Interviewungen, Menschen, die du interviewst, ist es immer so schön, dass man da Zeuge sein darf von deren Geschichte und von ihrem Gefühl und von ihrem Weg. Das ist wieder ein bisschen unsere Herde vielleicht, die wir dann so haben, die wir dann so, wo wir uns so ein bisschen tragen können. Ja, Ja. Ja. wir tragen uns gegenseitig, das ist genauso. Und es ist wieder dieses Verbundensein. Und wir leben im Moment in einer Zeit, wo so viel Trennung stattgefunden hat. Durch die Industrialisierung, immer mehr Tiere sterben, es wird alles monoton. Auch in unserem Körper, das Mikrobiom, alles nimmt ab, alles erlebt so eine Trennung. Und je mehr wir wieder zusammenkommen und sagen, hey, das sind unsere Schwächen, aber das hat uns geholfen, komm, wir tragen uns gegenseitig, schaffen wir einfach Frieden ganzheitlich in unserem Körper, aber auch auf feinstofflicher Ebene. Ja. Ja, weil eigentlich sind wir alle gleich. Weißt du, wenn wir ehrlich werden, dann merken wir, dass wir alle alle Schatten- und Lichtseiten haben. Ja, klar. Was würdest du jemandem sagen, der das Interview hört und sagt, er hat immer noch so Zwangsgedanken und kann sich nicht gut davon lösen oder einfach loslassen und dem einfach mal Raum geben oder nachspüren? Das sind irgendwie zu viele Ängste, innere, die da noch so eine Trennung schaffen. Was könntest du so als Tipp weitergeben, wo du sagst, das hat dir wirklich geholfen? Also, was mir sehr stark geholfen hat, ist tatsächlich wie so eine Parallelautobahn oder eine Parallels, auch Gerald Hüther, diese Autobahn, parallel einen Weg für mich formen. Also gutes Sehen, was ist hier in diesem Raum? Ah, meine pinke, schöne Wolldecke. Also anfangen wie ein Kind fast, gell? Die Wiese, ah, grün. Wirklich stoisch, so habe ich das gemacht. Die Milch im Kühlschrank, boah, so weiß, wie stark, so kühl, die Flasche so kühl. Oh, meine Füße am Boden, der Boden, Holzboden, ein paar Ritzen drin. So habe ich angefangen, mir parallel Gedankenwelten in der Realität zu bauen, in der Realität zu sein. Wie weit ist das Haus weg? Da oben hängt ein Straußenei. Hier oben der Feuermelder blinkt. Und wenn ich den Weg habe und ich merke ihn dann, also stopp hier, nicht nur stopp sagen, so wie früher immer, da musst du stopp sagen. Das hat bei mir nichts genützt, sondern ich brauchte die einen Parallelweg. Und das wird immer besser. Das hat mich da rausgezogen aus den Gedanken. Ja, das ist so eine wertvolle Übung, weil oft merken wir gar nicht, dass wir eigentlich immer die gleichen Gedanken denken. Und diese Gedanken sind eben wie die Autobahn, die du gesagt hast. Und die formen ja unser jetziges Gefühl. Die schütten jetzt Adrenalin und Cortisol aus. Die führen dazu, dass du so handelst, wie du schon immer gehandelt hast. Und diese Abzweigung, die anderen Wege, ah, das fühlt sich ja anders an. Das ist ein ganz neuer Zugang. Ja. Genau, und auch klar, wenn du das hier immer diese Autobahn denkst, wenn wir ehrlich sind, wenn wir die nicht immer bestücken würden mit Wehmut und das war doch eigentlich alles so schön und was weiß ich, wenn wir uns eingestehen würden, wie langweilig die ist. Es ist so langweilig. Hör auf damit, es nervt, ich habe keinen Bock mehr. Also auch mal so richtig so, hey, lass mich in Ruhe, du Scheiß Autobahn. Ja. Und dann. Hier ist die pinkfarbene Decke.
Ja. Der Feuermelder blinkt, yes. Ja, so, auch einfach mit einem anderen Gefühl bestücken. Klar, ich habe am Anfang erzählt, dass ich immer so eine Chaka war, aber ich habe jedes Gefühl auch mal instrumentalisiert. Wenn man zurück, 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 dann kriegt man das schon auch wieder hin. Auch nicht immer so bekloppt, sehnsüchtig zu sein nach Dingen, die einem aber eigentlich ja nicht gut tun, nur weil man irgendwie Erinnerung dran hat. Hey, lass mich in Ruhe mit, ich habe keine Lust mehr. Ich denke jetzt diesen Pfad, irgendwie so. So habe ich es, glaube ich, irgendwann geschafft, genau. Ja, geschafft im Hier und Jetzt anzukommen, im echten Leben. Im echten Leben, genau. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank dir, liebe Petra, fürs Teilen. So ein wertvolles Gespräch. Und ich bin so dankbar immer für die Impulse aus der Community, weil Heilen einfach so vielfältiger ist und es gibt eben nicht nur die eine Geschichte. Und ja, wir hatten das beleuchtet mit kranken Menschen, die verlassen werden, aber was ist die Geschichte dahinter vom Mensch, der jemanden Kranken verlässt? Und was ist da dahinter? Was ist da drunter? Und wie dürfen wir ganzheitlich heilen und die Sachen anschauen und nicht eben wieder in Schubladen denken und denken, ah, das sind die Opfer, das sind die Täter, sonst wir sind schlussendlich alle Opfer von irgendwelchen Prägungen, Verletzungen, Strategien, die wir entwickelt haben, durch das Leben zu kommen. Vielen Dank, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast und ich wünsche dir das aller, aller, allerbeste. Und ja, danke für die tollen Impulse auch. Ich danke dir. Und danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, dass ihr auch wundervolle Impulse mitgenommen habt. Ich zeige dir in 5 Schritten, wie du weg von emotionalem Essen hin zum selbstbestimmten, gesunden Essen kommst. Mein Name ist Priscilla Wucher, ich bin Ernährungscoach und Gründerin von Chronisch Ehrlich und Heilkraftwerk. Ich durfte von verschiedenen Spezialisten auf ihren Fachgebieten lernen, was unser Körper wirklich braucht, damit er seine Regeneration ungestört und automatisch ausführen kann. Und was unser Geist und unsere Seele braucht, um uns in diesem Vorhaben bestmöglich zu unterstützen. Jeder von uns verfügt über eine Körperintelligenz. Wenn diese Körperintelligenz jedoch verschüttet ist, weil wir aus unserem Gleichgewicht geraten sind, werden wir unerklärliche Gelüste und Heißhunger auf Ungesundes haben und es unserem Körper schwer machen, in seiner vollen Stärke zu agieren. Wenn die Körperintelligenz aktiviert ist, weiß der Körper intuitiv, welche Nahrungsbausteine er gerade braucht, um zu regenerieren und sich aufzubauen. Und somit der starke Partner auf deiner Seite zu werden, auf dem Weg dahin, das Leben zu leben, was du dir wünschst. Komme mit und wage das Experiment, indem du verstehen lernst, wie dein Körper funktioniert, wie du deinen Körper natürlich reinigen und bestmöglich versorgen kannst. Denn allem voran geht die Verantwortung für die eigene Gesundheit. Und diesen Willen, seine Gewohnheiten zu ändern, kannst du mental erlernen. In lehrreichen Videos, einem Workbook, geführten Trainings und optionalen Live-Gruppen-Meetings entdeckst du, wie du ungesunde Gewohnheiten loswirst und mit dem neuen Lebens- und Essverhalten zu deinem kraftvollen Grundnaturell zurückfindest. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute und ich freue mich auf dich.